Das Gebäude der örtlichen deutschen Gemeinde ist die Heimat der deutschen Nationalkultur in Saber. Neben wechselnden Ausstellungen erwarten die Besucher am Ende jedes Jahres eine Freilichtgrippe und ein Lichtshow. In diesem Jahr können Interessierte eine Sonderausstellung besichtigen. Im Gebäude sind selbstgemachte und verschenkte Krippen aufgereicht. Dieses Jahr haben wir eine Bethlehem-Ausstellung. Seit 2010 haben wir eine Ausstellung. Jedes Jahr eine andere. Haben wir schon Adventskränze ausgestellt und Adventskalender ausgestellt. Und dieses Jahr haben wir eine Bethlehem-Ausstellung. Dieses Bethlehem haben wir von der Gegend bekommen und viele von Saber. Ja, wir haben besondere Bethlehem auch, zum Beispiel eine Tiroler Bethlehem oder ein Lebkuchen Bethlehem und haben ein Bethlehem, wo wir bisher mit Technik gemacht haben. Wir haben ein Bethlehem mit Animation gemacht. Gott sei Dank, wir haben in der deutschen Selbstverwaltung zwei Frauen, die Frau Kaiser Mogdi und die Anna, die haben das ganze Ausstellung alleine gemacht. Wir haben auch viel geholfen, aber das war schon letzte zwei Wochen haben wir vielleicht, zwei, drei Wochen haben wir vielleicht Arbeit gemacht. Diese Bethlehemer haben wir auch von hier, von Ort zusammengesammelt und manche sind auch von Mohatsch hier und von der Kirche, von hier, von Salver, von der Kirche und es sind viele dabei, was wir selbst gemacht haben. Es ist ein Bethlehem, was interaktiv auch ist dabei. Eine Krippe ist von Deutschland. Die habe ich dann von Deutschland geschenkt bekommen. Die steht auch da. Von mir sind auch selbstgemachte Krippen hier. Und das haben wir mit einer Frau, mit Anna Müller, zusammen zwei Wochen lang hier aufgestellt, alle Bethleheme. Erst haben wir sie gesammelt und dann die Tische fertig gemacht und dann konnte man sehen, was und wohin diese Krippen kommen. Wo werden sie dann hingestellt? Selbst gemacht haben wir mit der Anna von Kuchen hier in der Mitte, geschmückt auch. Neben den vielen besonderen ausgestellten Krippen ist die Freilichtkrippe bereits eine alte Tradition. Die handgefertigten Teile werden gepflegt und nach der Adventszeit in einem sicheren Ort beschützt, damit die Menschen sie auch im folgenden Jahr sehen können. Seit 2010 haben wir diese Bethlehem gemacht, hier im Hof. 12 Jahre machen wir jedes Jahr, aufbauen wir diese Bethlehem. Wir haben damit Lichter, Lichtspiel, Abend und auch Musik, wenn die Leute da nach Saber kommen. 2009 haben wir ein kleines Bethlehem mit Josef und Maria und mit der Jesus. Und seit 2010 haben wir diese Figur, was jetzt gucken wir, von 10 ist das, ja. Wir haben diese Kleider selbst genäht. Da ist eine Gruppe zusammengekommen, so mit 8 Leuten. Und von Stoff haben wir dann diese fertig gemacht. Unten ist von Holz ein Gebäude, oder wie soll man sagen. Und dann das haben wir dann gekleidet. Und die Gruppe hat dann auch von Formen diese nachgeguckt, wie man diese macht. Und das dauerte lange, weil wir haben ja viele hier sehende Formen. Und also einen Monat lang haben wir diese fertig gemacht. Und jetzt, das ist schon so 15 Jahre. Oder mehr wie 10 Jahre, dass diese großen Formen fertig sind. Und wir achten sehr auf diese und beschützen sie. Und nach Weihnachtenzeit tun wir sie immer weg von hier, dass sie dann lange noch benutzen können werden. Bis Dreikönigstag kann die Ausstellung in dem Deutschen Haus besichtigt werden.